Lachen ist, wenn die Seele kotzt. Interessanter Beitrag. Aber ist es nicht vielmehr die Fröhlichkeit, die der Seele die Haare zurückhält, während sie sich übergibt? Ich möchte euch entführen in ein kleines Wintermärchen, also möchte euch ein Stück weit in die Arme nehmen, auch mit meiner kleinen Geschichte und ja, denn es ist ganz wichtig, dass wir zusammen lachen und auch weinen, denn die Tränen, die wir nicht weinen, das sind die, die wehtun. Das ist nicht von mir, das ist von Andrea Berg. Wie gesagt, ich habe geile Scheiße mitgebracht, die sich in meiner Tüte befindet. Ja. Haben wir die Tasten markiert? Aufgepasst. I am a little doggy. And I piss in the shoes of humans. Sometimes people come to me and say, ja, wo ist denn der Hundi? Ja, wo ist denn der Hundi? Ja, wo ist denn der Hundi? And I just say, what the fuck? Deshalb fanden sich im engen Saal bei Blaskapellenklängen zu körpernahen Fischgedrängen alle Teichbewohner ein. Die Aalande, die Ukelei, das Moderlieschen kam allein. Die Karauschen waren dabei, Bitterlinge, Haseln, Schneider, Karpfen, Rotaugen, die Ränke, Döbe, Sichlinge und leider der Frauennervling. Den gibt's wirklich, der wird allerdings mit F, statt vorgeschrieben. In einer Rauchwolke am Rand standen die Rotaugen und sagten, uns ist's egal. Recht angespannt wirkten die Haseln, als sie klagten, genau da liegt ja das Problem, denn das ist längst bereits bekannt, die Leute hier sind zu bequem, da braucht es eine harte Hand. Die Aalande witterten Konspirationen, die Brassen schwiegen einvernehmlich. Leistung muss sich wieder lohnen, maulten die Karauschen dämlich. Die Kreativität hatte die Fantasie wieder zum Rapport bestellt und ließ sie wieder stundenlang im Wartezimmer die Tristesse spüren. Die Fantasie hatte sich ins Bälleparadies gesetzt und versang langsam da drin, während sie auf ein Bild mit den 7 Kernkompetenzen starrte, die sich auf dem Sonnendeck eines Schlachtschiffes lümmelten. Dann wurde sie aufgerufen. Die Fantasie betrat das Büro der Kreativität. Hier war alles verchromt. Sogar die Chrome-Applikationen waren verchromt. Es war, als stünde sie im Inneren einer riesigen Maschine. Und? Die Fantasie sah die Kreativität voller Erwartung an, doch die saß nur hinter ihrem riesigen zyklopischen Schreibtisch aus Chrom und starrte mit weit ausgerissenen Augen durch die Fantasie hindurch. Können Sie schon was sagen? Ist es jetzt besser? Fragte die Fantasie erneut und deutete auf eine lose Blattsammlung, die vor der Kreativität auf dem Schreibtisch lag. Um ehrlich zu sein? Sagte die Kreativität, die immer noch starrte. Ist ganz furchtbar. Allein der Titel, was soll das denn? Rasierklingen in der Zuckerwatte des Lebens. Klaus entreißt mir das Gewehr. Boom! Ein strahlend weißer Raum. Ein Mann in einem weißen Gewand mit langem wallenden Haar und schneeweißem Bart nimmt an einem ebenso weißen Schreibtisch Platz. Er trägt eine tiefschwarze Sonnenbrille und hält ein Longdrinkglas in der einen und eine fette Zigarre in der anderen Hand. Torben. Gott? Torben. Ich bin enttäuscht. Warum denn ausgerechnet den Weihnachtsmann? Konsumkritik? Dann geh doch das nächste Mal einfach für ein paar Tage in ein Occupy-Camp und knall nicht einfach den Weihnachtsmann ab. Denn im Gegensatz zu Occupy-Camps hat das, was du getan hast, Folgen. Man beschimpft uns und die Idee des Hasionalsozialismus aufs Übelste. Man nennt uns Pelzradikal. Dabei pochen wir nur auf die uns gezüchteten Rechte. Wir müssen uns zur Wehr setzen, den deutschen Rasen nur für deutsche Hasen. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm, die dumm.
Oha! Was macht denn das Hitlerhäschen hier? Der Weihnachtsmann muss abgesetzt werden! Wir wollen keinen übergewichtigen Coca-Cola-Johnny in unseren Landen! Den Weihnachtsmann absetzen? Der wird doch gar nicht gewählt! Glaubst du? Naja, eigentlich schon. So, dann mach dir mal in Ruhe Gedanken, wieso es einen Osterhasen gibt und keinen Ostermann. Du sagst jetzt bestimmt, er wurde gewählt. Korrekt! Im Zuge unserer damaligen Kampagne der sogenannten Ostererweiterung haben wir diese Position wieder mit einem deutschen Brauchtum füllen können. Meine Damen und Herren, das war Krawel mit Nikolas Ermisch, Tom Schreiber, Markus Strati Stratos, Basti Vaterland. Mein Name ist Wilko Franz